Herzlich willkommen. Wir sind ja hier auf der Subscribe, auf der Podcast-Konferenz. Wir reden über Podcasts. Und so ein Dauerthema ist auch immer so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen der Radiodomäne und der Podcast-Domäne. Und gefühlt haben wir da auch bei jeder Veranstaltung immer mal wieder so eine andere Abwägung. So oder so lässt sich nicht bestreiten, es hat viel miteinander zu tun. Ich wollte dieses Verhältnis von Radio und Podcast sicherlich nicht abschließend, aber zumindest mal weiterhin ein bisschen klären und war schon immer sehr begeistert von einer Sendung, HR2 der Tag. Es kam schon zur Sprache, die so zu meinen persönlichen Lieblingsproduktionen gehört, die so aus der öffentlich-rechtlichen Radiolandschaft oder überhaupt eigentlich aus der Radiolandschaft herauskommt. Und ja, und dachte mir, das wäre doch vielleicht die Zeit, mal auch in so eine Podcast-ähnliche Situation zu geraten, um darüber zu sprechen. Und begrüße Florian Schwinn. Hallo Florian. Bin ja auch so ein bisschen als Radiokritiker verschrien. Völlig zu Unrecht natürlich, denn wir wissen ja, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ich habe auch mal 10 Jahre im Radiostudio gesessen, obwohl ich mich wirklich überhaupt nicht als Radiomacher verstehen würde oder auch nur als solcher bezeichnen dürfte. Hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Für mich war das mehr halt dann der Podcast. Du, Florian, hast aber eine ganz andere Prägung und damit würde ich ganz gerne mal ein bisschen einsteigen. Ich weiß nicht, wann hast du dein Interesse, deine Karriere angefangen? Anfang der 70er? Ja, Anfang der 70er, Mitte der 70er. Ich habe gearbeitet als Student bei dem Vorläufer der Taz. Das war sozusagen die alternative Nachrichtenagentur. Der Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten. Genau. Ein hervorragender Titel. Ja, das war Druckprint. Ja. Damit habe ich angefangen. Das war der gleiche Laden, aus dem dann der Pflasterstrand entstanden ist, die Frankfurter Sponti-Zeitung. Kun Bendit, Joschka Fischer waren so die Mitstreiter. Mhm. Und von da bin ich sehr, sehr bald zum Radio gegangen. Ich habe irgendwann angefangen mit Fernsehen, das war aber nicht meins. Vielleicht nochmal dieser Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten, das war ein Titel. Was habt ihr denn da für unterbliebene Nachrichten verbreitet? Naja, es war eine medial andere Zeit als heute. Es konnte nicht jeder irgendwie was veröffentlichen. Es gab eine große technische Hürde natürlich. Es gab ganz viele Stadtzeitungen, die sich gegründet hatten, kleine Printprodukte. Und aus diesen Regionen kamen immer wieder Dinge, die nicht im Radio und auch vor allem nicht im Print, also in den Tageszeitungen vorkamen, die einfach nicht vorkamen. Ja? Beispiel? Wenn zum Beispiel der Landwirt, dem man das Leben unmöglich gemacht hat, durch irgendwie Einschnürung Straßen und seine Äcker enteignet hat für irgendwelche Trassen, mit dem Traktor in das Bürgermeisteramt fährt, so hineinfährt, ja, dann hat sich niemand für diesen Landwirt interessiert. Aha. Aber wir haben das dann gemacht. Wir sind dann hingefahren und haben ein Interview mit dem gemacht und haben seine Lebensgeschichte geschrieben. Heute wäre das ja die Instagram-Story des Tages. Ne? Natürlich, ja. Aber es hat niemand gemacht. Mhm. Ja. Also solche Geschichten, dann aber auch ganz viele Prozesse gegen Demonstranten zum Beispiel, die verhaftet worden sind, dann angeklagt worden sind wegen Landfriedensbruch und so weiter. Diese Prozessberichterstattung hat auch niemand gemacht. Also diese ganzen Geschichten. Das ist der Vorläufer der Taz, halt eine linke Veranstaltung gewesen. Mhm. Aber dann hat dich auch Polen noch besonders interessiert, wenn ich das richtig verstehe. Also in den Zeiten des Widerstandes der Gewerkschaft Solidarność. Bist du da ein etwas emsiger Grenzgänger geworden? Ja, ich bin Gewerkschafter, schon ganz lange gewesen. Man hat, man ging ja in die Betriebe, ne? Joschka Fischer war Vertrauensmann bei Opel. Mhm. Ja, der spätere langjährige Betriebsratsvorsitzende von Opel, Franz, war Mitglied des revolutionären Kampfs. Und ist dann bei Opel geblieben und dort Betriebsratsvorsitzender geworden. Ich stand auch bei Opel am Band.
Okay. Und so bei Volvo dann, ich war Gewerkschafter. Und das waren Gewerkschafter, die wollten freie Gewerkschaften. Und ich wusste, aus der Arbeit im Betrieb, wusste ich, das ist wichtig. Und dann kommt noch dazu, ich bin als Sponti sozialisiert in Frankfurt. Das ist unabhängige Linke, keine Kommunisten. Wir hassten die Kommunisten, na, die hassten uns, so fing es an, sie hassten uns. Und das war dann irgendwann auf Gegenseitigkeit. Irgendwann gab es mal an den Bäumen der Bockenheimer Landstraße, hingen mal mit so kleinen Galgen versehen, mit Zetteln mit unseren Namen. Also die Joschka Fischer, Cohn Bendit und die berühmteren, Tom Königs, die berühmteren Spontis. Ne? Also wussten wir schon, was uns passiert, wenn die Kommunisten an die Macht kamen. Das heißt, ich war dann doch in der Wolle gefärbt, ein linker Antikommunist. Und deshalb hat mich Solidarność sehr interessiert. Und dann bist du rübergefahren und hast den Piratensender von denen auch noch irgendwie unterstützt. Ja, das kam dadurch, dass ich jemanden kennengelernt hatte, der Philosophieprofessor in Breslau war. Und der sagte, Leute, könnt ihr nicht mal was anderes bringen als diese Hilfsgüter? Ich meine, diese Hilfsgüter sind unheimlich wichtig, aber in so einen Lastwagen passt doch mehr. Langweilig. Ja, Druckfarbe zum Beispiel. Aha. Und dann hatten sie in Polen, wie das halt so ist in kommunistischen Ländern, sie hatten die ganzen Techniker aus der Uni rausgeschmissen, weil die alle natürlich in der Solidarność-Bewegung waren. Die konnten aber was. Die konnten zum Beispiel Sender bauen. Die hatten nur nicht die richtigen Teile. Und die haben wir ihnen dann gebracht. Sprichst du Polnisch? Nein, Englisch. Die sprachen zum Teil Deutsch, zum Teil Englisch. Ging irgendwie? Ja, das ging. Das waren weltläufige Menschen. Die wollten auch Englisch sprechen. Ja? Die sagten immer, wir sind ein Land in Mitteleuropa. Das lässt sich nicht abstreiten. Also mit anderen Worten, du hast so eine nachhaltig revolutionäre Grundausbildung erfahren. Und, naja, wir hatten ja auch, es gab ja Radio Wendland, es gab Radio Startbahn, es gab Radio Dreiecksland. Also wir hatten ja auch Erfahrung mit so kleinen Sendern, die man nicht finden sollte. Ne? Und? Hat man auch nicht gefunden. Nein, die haben wir noch ein bisschen kleiner gemacht. Also begabte Techniker in Westdeutschland damals, die haben die noch ein bisschen kleiner gemacht und noch ein bisschen besser mit damals mit Teilen von Motorola, die man nicht kaufen durfte. Also die mussten wir aus USA kommen lassen. Das hat aber der Verfassungsschutz natürlich mitgekriegt. Deshalb hatten wir dann auch irgendwann mal Besuch vom Verfassungsschutz, die dann feststellen wollten, ob wir dabei sind, Bomben zu bauen oder wirklich Sender. Und dann haben sie festgestellt, dass wir wirklich Sender bauen, und dann war es auch gut. Naja, da müsstest du dich ja hier ziemlich wohlfühlen. Das ist ja hier sozusagen so eine Konferenz für Piratensender. Ne? Heutzutage macht man das halt einfach. Früher musste man extrem technischen Aufwand da treiben. Aber es blieb ja, glaube ich, nicht dabei. Also du hast auch Interviews gemacht, dich mit den Leuten dort unterhalten und das dann Ganze wieder in den Westen zurückgeschmuggelt und dann die Honorare wieder in die andere Richtung geschoben. Richtig, revolutionär. Richtig. Also ich habe Interviews gemacht, zum Teil auch im Untergrund, als Solidarność verboten war. Dann im Kriegsrecht ab 1981 mit den Leuten, die in den Untergrund gegangen sind, die versteckt gelebt haben. Das Schönste war immer die Fahrt dorthin. Also mit dreimal Autos wechseln und immer im Kreis rum und gucken, ob keiner folgt. Wunderbare Geschichten. Muss ich irgendwann mal aufschreiben. Also ich habe gelernt, wie man zum Beispiel von einem Freund in Polen gelernt, wie man herausfindet, dass man verfolgt wird. Ich bin gefahren und der saß neben mir und hat Autonummern aufgeschrieben. Und nach 2 Stunden hatten wir die 3 Autos, die uns gefolgt sind. Oh, und dann super. Haben wir sie abgehängt. Ja, also es war klug, es war richtig gut. Aha. Ja, ich habe viel gelernt. Kann ich mir vorstellen. Heutzutage muss man sich eher IP-Adressen aufschreiben. Das sind aber ein bisschen viele. Okay, 81, Kriegsrecht in Polen. Das war dann aber für dich, glaube ich, der Einstieg dann auch beim Hessischen Rundfunk, wenn ich das richtig notiert habe. Ich bin seit 1981 ständiger freier Mitarbeiter. Ständiger freier Mitarbeiter. Mit Vertrag.
Mit Vertrag. Ja. Da gibt es ja so eine Matrix des Status, den man so in so einem System haben kann. Es gibt vogelfreie und ständige Freie. Aber es ist schon eine Rolle, mit der du irgendwie auch zufrieden warst. Ja, ja. Okay. Ich bin Personalrat und das darf man in Hessen. Darf man nicht in allen Bundesländern. Also das Hessische Personalvertretungsgesetz ist ein ziemlich fortschrittlich. Ich bin Personalrat und Sprecher der freien Mitarbeiter. Also ich mache auch die Tarifverträge für die freien Mitarbeiter. Mache ich gerne. Also immer noch Gewerkschafter mit vollem Herzen. So, wann ging das los mit dem Projekt HR2 der Tag? War das 96? Habe ich das richtig in Erinnerung? Na, der Tag ist 96 auf Sendung gegangen, tatsächlich, aber bei HR1, damals war HR1 das Informationsradio, heute ist es HR Info. Mhm. Und HR1 ist noch eine Popwelle. damals wurde das Projekt wirklich so aufgesetzt, dass der damalige Programmdirektor gesagt hat, ich will eine Sendung, die uns die Meinungsführerschaft zurückholt. Mhm. Also ich möchte ein Format, über das man spricht und über das sich die Zeitungen aufregen, über das die Kollegen schimpfen. Ich will, dass das knallt. So, das war der Auftrag. Und daraus ist der Tag entstanden. Zunächst mal war das eine Sendung im aktuellen Programm, die mehrere Themen hatte. Und nach kurzer Zeit stellte sich dann raus, nee, das ist es nicht. Wir brauchen eigentlich eine monothematische Sendung, die sich wirklich mit einem Thema beschäftigt und das durchbuchstabiert. Wie lange hat das gedauert, zu dieser Erkenntnis zu kommen? Halbes Jahr ungefähr. Ja, also die Erkenntnis war eigentlich relativ bald da, aber dann musste das ja wieder umgebaut werden, das ganze Format. Okay, das ist ja schon ein ganz guter Turnaround-Zeitraum für öffentlich-rechtliche. Und ich bin, es ging sehr schnell. Ja. Ja. Und ich bin dann aber noch nicht dabei gewesen, nur als Autor ab und zu. In der Redaktion bin ich erst, seit der Tag auf HR1 nicht mehr gelitten war, weil HR1 jetzt ein Musikprogramm wurde, mit Informationen wurde. Und so ein einstündiger Monolith um 18 Uhr, das dürfte nicht mehr sein. Also sollte der Tag erst dreistündig werden, aber mit demselben Wortanteil. Da hat die Redaktion damals glücklicherweise gesagt, das könnt ihr alleine machen, das machen wir nicht. Und dann sollte der Tag da weg aus HR1. Dann sollte der nach HR2. Und da war noch nicht klar, ob er so bleiben durfte. Es gab dann eine Bürgerinitiative, die hieß Rettet dein Radio. Ja. Und die hat Geld gesammelt und hatte am Schluss so viel Geld, dass sie Plakate in der Frankfurter U-Bahn kleben konnte. Da muss ich mal einhaken. Also euer Programm sollte eingestellt werden oder sollte nur verschoben ins andere Programm geschoben werden? Also erst sollte es eingestellt werden und sollte so eine dreistündige Musiksendung mit Wortanteil werden. Dann wäre es eigentlich, das wäre nicht der Tag mehr gewesen. Ja. Das hätte dann noch so geheißen, aber es wäre nicht mehr der Tag gewesen. Und dann sollte sie eingestellt werden. Und dann gab die Bürgerinitiative. Die sich von ganz alleine gebildet hat? Die sich von ziemlich alleine, wie sich dann später herausstellte, war einer der Macher aus der IT des Hessischen Rundfunks. Der hatte sich aber nicht geoutet. Aha, die IT. Ja, ja. Die Admins sind auch heute noch so ein bisschen der Schmerz im Arsch, wenn es ums Demonstrieren geht. Ja, also das war eine sehr nette Veranstaltung. Und dann dadurch wurde der Tag gerettet. Wie viele Leute haben sich daran beteiligt? An der BI? Nee, an dieser Bürgerinitiative. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich war natürlich nicht bei deren Versammlungen. Wir haben uns schön in Abstand gehalten, weil wir nicht uns nachsagen lassen wollten, wir hätten das initiiert sozusagen. Ja. Ja, deshalb sind wir da eben nicht hingegangen. Das kenne ich. Aber es waren ziemlich viele Leute und sie hatten ziemlich viel Geld. Fällt mir ein, ich habe auch schon mal demonstriert dafür, dass eine Radiosendung nicht eingestellt wird. Und zwar das Frühstücksradio. In Berlin. In Hannover. In Hannover. Bei FFN, dem ersten privaten Sender, als der ja kam, dachten ja alle, oh Gott, jetzt kommt die konservative Revolution, weil das ja damals von der CDU-Regierung beschlossen war, Privatradio überhaupt erstmal einzuführen. Und dann ist ja dieses grandiose Frühstücksradio entstanden, wo so
Oliver Welke, so, diverse andere Leute, ein Füllhorn an Kreativen, und es war einfach ganz toll. Und dann kam dann halt auch irgendwann mal so ein Programmchef und meinte, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen mehr rumdudeln, und die sagen ja auch Scheiße und Arsch, wo kommen wir denn da hin, das geht ja gar nicht. Und dann gab es halt auch richtig Demos. Schön. Ja, ist schön. Ne? Also Radio kann die Leute tatsächlich sehr emotional anpacken, und wenn ihnen da was weggenommen werden soll, dann wird es irgendwie schnell stinkig. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann ist der Tag zu HR2 gekommen, und das war der Moment, an dem natürlich ein Moderator aus HR2, und ich war damals schon bei HR2, das machen sollte. Das musste ein Festangestellter sein, konnte also nicht ich sein, der die Redaktionsleitung macht. Und das war dann Alf Menzer, der heutige Wortchef von HR2. Und der hat dann gesagt, ob ich als großer Bruder mitgehe. Sind wir eigentlich zu leise? Ich habe das Gefühl, das wabert immer hier so ein bisschen hin und her. Ist gut? Okay, alles klar. Wir hören uns nur schlecht, glaube ich. Ja, das ist wahrscheinlich nur der Monitor hier. Die Meinungsführerschaft wolltet ihr erreichen. Ja. Wer hatte die denn zu dem Zeitpunkt, und hatte die irgendein anderes Radio, oder hatte Radio das an sich nicht? Das Radio hatte das an sich nicht mehr. Das war eigentlich das politische Feuilleton der FAZ, sage ich mal. Ja. Ja. Und anderes Mikro? Okay. Ja, besser. Okay. Und konntet es ihr entreißen? Ja, also ich habe aus sowohl der Feuilleton-Redaktion der FAZ später dann gehört, als auch von dpa, als auch Klaus Kleber hat mir das mal gesagt, dass die sozusagen den Auftrag hatten, uns zu hören. Hört den Tag. Jeden Tag bitte den Tag hören. Ja? Und dann die Ideen rein ins Feuilleton und auch beim Heute-Journal. Das heißt, die haben dann angefangen abzuschreiben sozusagen. Die haben zum Teil versucht, schneller zu sein als wir. Früher hatten wir noch einen Planungsredakteur, und wir hatten einen gewissen Vorlauf. Und intern sind die Themen dann schon 2-3 Tage vorher im HR, und die hatten immer gute Träte zum HR, und deshalb wussten die Themen so 2-3 Tage vorher, und dann haben die versucht, schneller zu sein. Ihr seid sozusagen ausspioniert worden. Ja, das ist hübsch. Wow. Das hat uns gut gefallen. Das ehrt auch. Inzwischen haben wir den Planungsredakteur nicht mehr. Das heißt, wir leben jetzt von der Hand in den Mund, und deshalb geht das jetzt nicht mehr. Die Firewall hochgezogen. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Es sollte eine 3-Stunden-Sendung werden, oder es war am Anfang eine 3-Stunden-Sendung? Nein, es war immer eine Stunde. Es war immer eine Stunde. Es sollte dann dreistündig werden und wurde es dann nicht. Weil es ja gerettet wurde nach HR2. Gab ein schönes Plakat übrigens. In den gleichen Farben, wie die BI Rettet dein Radio plakatiert hat in den U-Bahnen, hing dann von HR2 ein Plakat in den U-Bahnen, und da stand dann drauf: HR2 und der Tag ist gerettet. Super. Also den Hinweis auf die bullshitfreie Zone, den hatte ich jetzt selber noch nicht zur Kenntnis genommen. Ja. Das war ein Zitat von wo? Von deiner Webseite? Oder von meiner Webseite, ja. Ja. Also das haben wir uns vorgenommen. In der Redaktion, wir leisten es uns jeden Tag lange, lange, lange zu diskutieren. Und das gab sozusagen einen Bullshit-Preis und einen Karlauer-Pokal, den wir eine Weile lang jeden Tag an irgendwen verliehen haben, ja, aus der Redaktion. Bei der Diskussion, wenn es mal wieder zu flach wurde oder zu blöde, dann bekam er dieses Krönchen. Ja. Hast du auch schon mal bekommen? Ja, klar. Okay. Ja, klar. Das ist ein Wettbewerb, der täglich läuft. Da muss man sich anstrengen. Ja. Mhm. Und wir haben auch mal eine Sendung gemacht, Bullshit Bingo. Gab es ein kleines Büchlein von einem amerikanischen Philosophen, Vornamen habe ich gerade vergessen. Frankfurter heißt er mit Nachnamen. Mhm. Der hat mal so aufgeschrieben, was so in öffentlichen Diskursen und vor allem auch in Betrieben, in Arbeitsgruppen oder so und so weiter, was da alles für ein Blödsinn erzählt wird, und hat das da mal so zusammengefasst, wie das funktioniert, und wir haben darüber eine Sendung gemacht, und dann haben wir beschlossen, so jetzt werden wir eine bullshitfreie Zone. Das schaffen wir natürlich nicht immer, aber
Wir haben ein Prinzip, das wir aus ganz bestimmten Gründen nur sehr, sehr selten durchbrechen, aber wir durchbrechen es manchmal, keine aktiven Politiker in der Sendung. Wir reden über die, aber nicht mit denen. Ja. Ausnahmen sind Politiker, die nicht mehr aktiv sind. Zum Beispiel Heiner Geißler war ein sehr beliebter Gesprächspartner bei uns, als er bei der Attac gelandet war. Oh. Oder hieß die Renate Schmidt, hieß die Gesundheitsministerin, SPD, ja. Schröder 2, ne? Ja. Die ist Renate Schmidt. Mit der habe ich mal ein sehr schönes Gespräch darüber geführt, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man als Bundesgesundheitsministerin ganz, ganz viele Projekte hatte, die man nicht durchführen konnte, weil immer immer was nicht ging. Entweder der Bastler Schröder oder irgendwie hat ja immer reingeredet. Sie kriegte das alles nicht durch und ihre Nachfolgerin hat dies alles aus der Schublade gezogen und durchgesetzt. Ein und das andere. Immer alles war Renate Schmidt und stand aber Ursula von der Leyen drauf. Ja, und dann habe ich mit ihr darüber geredet, wie das eigentlich ist. Oder Reinhard Loske, der ja mit Ulrich von Weizsäcker zusammen beim Wuppertal-Institut war, Klimaforscher. Und die beiden haben dann beschlossen, wir gehen jetzt in die Politik, denn die hören uns ja nicht zu. Ja, wir veröffentlichen hier ständig Stellungnahmen und keiner hält sich dran. Wir sagen denen, was sie tun sollen, aber sie tun es einfach nicht. Oder was getan werden müsste in Sachen Klima. Es ging damals schon ums Klima. Und dann ist der Loske in die Grünen eingetreten und der Weizsäcker bei der SPD. Und danach waren sie sehr, sehr schnell beide Bundestagsabgeordnete. Und als Loske dann aufhörte, in Bremen Umweltsenator zu sein, haben wir ein Interview mit ihm gemacht, wie das eigentlich ist, wenn man nichts durchsetzen kann. Er hat es nämlich nicht geschafft. Nichts von seinem Programm, was er eigentlich machen wollte in der Politik, hat er je durchgesetzt. Und Ulrich von Weizsäcker auch nicht. Es war ein sehr schönes Interview. Politik scheint wirklich das frustrierendste Feld, wo man sich betätigen kann, zu sein. Ich weiß auch nicht, was die Leute noch motiviert, aber ich erkenne die Mühe an. Was ist ein Bullshit genau? Also abends mal Anne Will hören. Hab ich schon. Ja, da habe ich mich schon ganz. Da hat es schon Sabine Christiansen geschafft, mich irgendwie aus dem Format zu drängen. Das konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen. Ja, okay, aber manchmal kann man ja den Bullshit vielleicht auch nicht verhindern. Also der kommt ja dann aus irgendeiner Ecke geschossen und man dachte, man hat sich jetzt hier sozusagen schon ausreichend geschützt durch die Wahl der Gesprächspartner. Wie erkennt man, woran erkennt man Bullshit und wie geht man mit ihm um? Also man kann ja nicht in der Live-Sendung Behauptungen nachrecherchieren. Jetzt on the air kannst du ja nicht nachrecherchieren. Dann muss ich sagen, wenn ich den Eindruck habe, jetzt kriege ich hier gerade was vom Pferd erzählt, muss ich sagen, das haben jetzt Sie gesagt, wir lassen das jetzt mal hier stehen. Ja? Es gibt in hr-info so ein Checkformat, die recherchieren das dann nach und bringen dann am nächsten Tag oder noch am Nachmittag sozusagen die Aussagen der Politiker dann aber auf den Wahrheitsgehalt geprüft. Das ist das eine, dass einem irgendwelche Geschichten erzählt werden. Das andere sind halt Floskeln. Das sind Floskeln. Also mein Kollege Peter Zudeik sagte dann immer, auch sehr schön diese Antwort. Es war nur nicht die Antwort auf meine Frage. Soll ich nochmal die Frage? Und dann hat er die Frage. Und wenn er das dann zum dritten Mal gesagt hat, machen muss, hat er gesagt, ich glaube, wir lassen es jetzt. Und dann war das Gespräch zu Ende. Ach, komplett zu Ende. Ja, das war dann zu Ende. Das war dann eben nicht 6 Minuten, sondern nur 3 Minuten, aber das tut nicht weh, das kriegen wir schon hin in der Sendung. Musst du das nächste ein bisschen länger machen. An der Stelle stellt sich ganz deutlich mal die Frage nach eurer Sendestruktur. Ich muss gerade mal fragen hier in den dunklen Raum, also wer von euch kennt hr2 der Tag? Naja, ich sag mal so 30 bis 40%. Also ja, wir sind beim HR das meiste Podcast. Ja, hätte ich auch noch erwähnt. Also wir sind auch von der Comedy nie getoppt worden. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Ne? Also vielleicht nochmal zum Verständnis, HR2 der Tag, 1 Stunde, ein Schwerpunktthema, oft aktuell, manchmal nicht. Würde ich auch gerne noch wissen, was das konkret beeinflusst.
und eine starke wechselnde Moderation. Ihr habt, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Moderatoren, die sich so durchrotieren, aber alle irgendwie auch so eine vergleichbare Diktion am Start haben. Also offensichtlich gibt es hier auch so einen Duktus, der dort gepflegt wird. Und die Sendung hangelt sich durch das Thema über die Stunde und beleuchtet es wirklich von verschiedenen Seiten. Mindestens so 5 oder 6, würde ich sagen, durch unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Gesprächspartner, teilweise vorbereitete kurze Berichte, teilweise Live-Interviews und dann immer alles wunderbar umrankt und durchflossen durch diesen kulturellen Durchfluss wie soll man denn das formulieren überhaupt? Also da kommen also kulturelle Dinge auf einmal noch zur Sprache, die direkt oder indirekt in irgendeiner Form mit diesem Thema harmonieren oder es aufgreifen. Das können ein Buch sein, was zitiert wird. Das kann Sketche von Loriot sein, die in dem Fall jeweils passen. Auf jeden Fall mischt sich das Ganze in so einen ganz interessanten Mischung aus Information und Unterhaltung. Das übrigens auch schon mal eine Sache, die mich sehr zu dieser Sendung hingezogen hat, weil ich denke, dass diese Mischung Unterhaltung und Information eine goldene Mischung ist, um Leute auch für das eigene Thema oder für diese Themensetzung zu gewinnen. Jetzt würde mich mal interessieren, erstmal, wie kurzfristig und auf welche Art und Weise beschließt ihr überhaupt, welche Themen in die Sendung gelangen sollen? Mit welchem Vorlauf und wer beschließt das? Wir beschließen das. Es gibt dann. Also, wir das Moderatorenteam? Wir sind die Redaktion. Die Redaktion besteht jeden Tag aus 3 Redakteuren, einem Moderator und einem Producer. Ja? Mhm. Und bis mittags sind wir ein großes Team, das diskutiert. Um 1 Uhr muss der Titel stehen für den nächsten Tag. 13 Uhr. Also am Mittag des Tages davor wird beschlossen. Am Tag davor wird beschlossen, was am nächsten Tag tatsächlich Thema ist. Wir haben so eine Themenliste, die wir so mit vor uns herschieben. Da gibt es Dinge, die man mal machen könnte, die schön wären und so weiter. Die manchmal von Büchern inspiriert sind, manchmal von irgendwelchen anderen Medien. Manchmal hat die einer mitgebracht, in der U-Bahn aufgeschnappt oder ich weiß nicht, ja, sowas. Oder so allgemeine kulturelle Diskussionen, die einfach im Raum hängen. Also, ja, aber wir haben auch schon Lob der Feigheit oder solche Dinge gemacht. Ja, das Hasenpanier, also das sind dann Themen, die wir einfach so mit uns rum, oder Bullshit-Bingo. Und das waren so die Themen, die kommen dann aus irgendwelchen anderen Veröffentlichungen oder aus eigenen Ideen. Wie lang ist diese Liste? Die Liste ist sehr unterschiedlich. Das gibt so eine Mappe. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann gucken wir immer diese Mappe durch. Ja gut, aber sind da so 5 oder 10 oder 300? 30 Dinger sind da so ungefähr immer drin. Oder es gibt so einen Stapel Bücher. Ne? Es ist so, als der Tag bei HR1 war, im Umfeld eines Informationsradios, war er deutlich feuilletonistischer als heute, weil der Tag sich ja auch absetzen sollte und wollte. Ja? Im Umfeld von HR2 Kultur sind wir politischer geworden und tagesaktueller. Ja? Weil Dinge in dem Programm uns zu wenig vorkommen, die aber vorkommen sollten. Das ist auch unsere Funktion, das ist auch akzeptiert, das machen wir auch. Inzwischen ist es auch so, dass das ins Tagesprogramm hinein wirkt. Wenn die wissen, wir machen an dem nächsten Abend das, dann bauen die auch schon mal ins Tagesprogramm das Thema ein, sodass man es schon mal gehört hat und das nicht teasen können und so weiter. Also das ist jetzt so ganz gut eingespielt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir das am Tag zuvor endgültig entscheiden. Ja? Manchmal gibt es einfach Dinge, die man machen muss. Ja? Kanzler tritt zurück. Ja, und dann, das weiß ich nicht. Also, dass diese ganz brandheißen politischen Sachen, da haben wir immer das Gefühl, oder die wichtigste Frage ist immer, können wir was anderes erzählen als das Aktuelle? Oder können wir nur das Aktuelle wiedercoinen? Ja? Oder Kanzlerin tritt zurück, wir machen dann einen Tag über das Leben danach oder sowas. Ja. Ja, oder über Rücktritte. Und Zeitpunkten von wann ist der günstigste Zeitpunkt oder irgendwie so. Wann kannst du es noch selber wählen? Solche Geschichten haben wir schon gemacht, ja. Wann ist es eigentlich zu spät und du wirst getrieben?
Du wirst zurückgetreten oder wann hast du das noch selbst in der Hand und wodurch kommt das eigentlich, wenn man es in der Hand hat? Solche Geschichten. Also wir versuchen, andere Zugänge zu finden. Ja, es ist ein kultureller Blick auch auf Politik teilweise dadurch. Ja, also früher hieß es, alles ist politisch, es ist aber auch alles kulturell. Ja, ich stimme zu. Wir setzen uns morgens um 10 zusammen, diskutieren die Sendung, die letzte Sendung, Feedback. Es gibt Feedback-Regeln im HR, also fremde Seelen werden nicht betreten. Wir reden darüber, was wir gehört haben. Mhm. Erstmal nur, was wir gehört haben. Und dann zum zweiten Punkt, dann das Feedback zu Ende ist, wie ist es gelaufen? Gibt es irgendwas, was wir nicht mehr so machen sollten, technisch, Skype auf dem Sender? Nee, eher nicht, sondern lieber Voraufnahme oder sowas. Ja, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ist denn diese Kombination aus Moderatoren, Produzenten und Redaktionen, also arbeiten die immer in dieser Gruppe oder ändert sich die Konstellation am laufenden Meter? Nee, die ändert sich meistens in der Woche. Also immer eine Woche. Wir sind meistens eine Woche zusammen. Ja? Okay. Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche am Montag in die Redaktion gehe, morgen in die Redaktion gehe, dann bin ich Redakteur. Am Dienstag bin ich Moderator, Mittwoch auch, Donnerstag auch, Freitag bin ich wieder Redakteur. Ah, das heißt auch, die Rolle wechselt. Die Rolle wechselt, ja. Ah ja. Ja. Also ich habe dann den Vorteil, dass ich meine eigene Sendung vorbereiten kann, wenn für den Dienstag. Am Mittwoch habe ich den Vorteil, dass ich es nicht muss. Ja, weil es nicht nur ein Vorteil ist, die eigene Sendung vorzubereiten. Man kocht da sehr, sehr schnell im eigenen Saft. Mhm. Also wir diskutieren dann die Sendung von gestern, dann gucken wir auf den Plan von heute, was ist da noch zu machen, ist da noch was zu machen, gehen das durch mit dem Moderator, der es meistens nicht vorbereitet hat, oder mit der Moderatorin, dann gibt es da vielleicht noch Wünsche, dann muss man da noch was dran machen und dann diskutieren wir, was machen wir morgen und dann müssen wir um 1 Uhr fertig sein. Das heißt, wir reden von 10 bis spätestens um 1 und dann ist noch gar nichts fertig. Die Sendung wird dann wann ausgestrahlt? 18 Uhr. Um 18 Uhr, live. Und da, ja, und dann exekutiert einer der drei Redakteurinnen oder Redakteure exekutiert dann mit dem Moderator die Sendung von und dem Producer die Sendung von heute zusammen. Ab 14 Uhr hat die Moderatorin oder der Moderator den Hut auf. Mhm. Ja? Und die beiden anderen planen die Sendung von morgen. Das heißt, wenn man jetzt mal nur so die Genese einer einzigen Sendung anschaut, Entscheidungsprozess um 13 Uhr des Tages davor abgeschlossen. Das heißt, ab 13 Uhr, mal abgesehen jetzt von der Arbeit für die aktuelle Sendung, wird schon mal überlegt, okay, wie füllen wir jetzt dieses Thema? Wie füllt man denn so ein Thema? Also ihr habt ja Interviewpartner, aber ihr habt auch mal so ganz kulturelle Einlässe, mal ganz abgesehen von diesem Rahmen. Habt ihr einen Namen dafür, für dieses? Für die Ornament, das nennen wir Ornament. Das Ornament, genau. Das war das Wort, was die ich Ornamente gesucht habe, genau. Was streuen wir durch? Manche sagen Durchstreuer, manche sagen Ornamente. Ah, okay, ich finde Ornament sehr schön, ja. Auch wenn das Ornament so eingestreut ist. Bleiben wir vielleicht erstmal bei den Nicht-Ornamenten. Wie findet ihr dann sozusagen jetzt die richtigen Ansprechpartner dafür, die richtigen Leute? Das ist ja dann auch sehr kurzfristig. Ja, es ist kurzfristig, aber da wir schon über 20 Jahre senden, haben wir ein sehr, sehr großes Portfolio von Leuten und viele Leute, die gerne mit uns reden. Sie wissen, es ist kein 3-Minuten-Gespräch. Sie wissen, es ist gut vorbereitet. Sie wissen, sie kommen wirklich zu Wort und es sind wirklich Fragen. Und deshalb sind viele sehr, sehr gern bereit, mit uns zu sprechen und machen das dann auch irgendwie möglich. Ja? Das ist ein Vertrauensverhältnis, was ihr da aufgebaut habt. Ja, zu vielen Gesprächspartnern. Und wir suchen auch immer wieder zu jedem Thema neue Gesprächspartner. Das heißt, wir gucken auch, wir fragen auch andere. Wir fragen zum Beispiel, wenn wir ein Wirtschaftsthema machen, dann fragen wir in der Wirtschaftsredaktion, kann einer von euch mal schnell vorbeikommen und können wir das mal durchsprechen? Und dann kommen die auch, und dann reden wir auch, oder mit der Börse, oder Wissenschaftsredaktion.
also die kommen sehr gerne und wir gehen auch selbst wenn sie gar nichts dazu beitragen können, weil sie gar nicht Zeit haben oder das nicht ihr Thema ist, sie haben aber dann wieder Gesprächspartner zu den Themen für uns. Also da könnt ihr den fragen, die fragen und so weiter. Alles klar. Das heißt, wir rufen auch manchmal in Berlin an oder bei irgendeinem Korrespondenten in Brüssel oder so und in Paris und fragen, ist das bei euch eigentlich ein Thema? Wie wird das diskutiert? Könnt ihr uns da weiterhelfen? Mit wem reden wir? Das heißt, die Sendung kann an der Stelle auch nur deshalb so gut funktionieren, weil es eben auch jetzt nicht nur der HR2 ist, sondern im Prinzip nutzt man die komplette öffentlich-rechtliche Radio, Landschaft, Infrastruktur, auch übers Radio hinaus, jederzeit mit. Also wir haben auch einzelne Korrespondenten draußen, die sehr gerne für uns arbeiten. Also wenn es möglich machen können, dann machen sie es. Weil sie wissen, weil wir genau ihnen sagen können, in welche Richtung das gehen soll. Dann können sie sagen, ja, das kann ich machen oder ihr müsst es ein bisschen drehen. Mein Blick ist ein anderer, das müsste eigentlich so klingen. Dann bauen wir das anders. Und dann passt dieser Beitrag wirklich in die Sendung. Dann ist es kein Corrie-Beitrag, den wir irgendwo aus dem Netz greifen, sondern der ist für uns gemacht. Ja? Oder die Sendung ist dann darauf strukturell angepasst worden, damit es passt. Ja, wir machen es passend, aber wir lassen uns ja auch darauf ein, dass sie uns erklären, wie es wirklich ist. Ja. Wir sind ja nicht da. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch Autoren haben, in einem freien Pool, auch bei den Reportern im HR, die sehr gerne für uns arbeiten. Manche mit ein bisschen Bammel, es ist so, wenn die zum ersten Mal für den Tag arbeiten dürfen, dann sind sie ein bisschen zittrig, merkt man dann auch. Ja, weil wir noch wirklich redigieren. Ja, also wir gehen wirklich die Texte durch. Wir haben auch Anspruch. Wir sagen dann, wir nehmen es nicht einfach so. Auch bei den Korrespondenten übrigens ganz unüblich. Mhm. Ja. Ich find die Moderation bemerkenswert, weil ich selber leide so ein wenig darunter, dass Dinge zu durchgeskriptet sind. Und dann klingt es irgendwie nicht mehr natürlich. Ich habe fast immer das Gefühl, dass wenn so die Texte, die Moderation im Tag kommt, sie sind ironisch, sie sind lustig auch teilweise, auf jeden Fall unterhaltsam, immer auch mit so einem so tongue-in-cheek so ein bisschen. Also ich kann es gar nicht richtig festmachen, aber es ist manchmal eine Ironie da, aber sie quillt nicht hervor. Sie ist nicht so im Vordergrund. Das ist für mich eine interessante Leistung. Und man merkt schon, dass der Text redigiert ist. Der steht da irgendwie, der wird gelesen. Trotzdem ist es noch eine natürliche Sprache. Wie erreicht man das? Also ich erreiche das, ist sehr unterschiedlich. Also die meisten Kollegen schreiben die Texte tatsächlich, ich mache mir einen Stichwortzettel. Also ich habe meistens nur den ersten und den letzten Satz gescriptet und vielleicht einzelne Sachen, wo ich irgendwas rüberbringen muss, was stimmen muss. Das sind so zwischendrin so Sätze, die tatsächlich auf dem Zettel stehen. Manchmal halte ich mich auch an die nicht. Ja, das ist dann halt so. Aber, ist halt so, ja. Ja, passiert dann. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass du mit den Gesprächspartnern keine vorbereiteten Gespräche abfeierst, wo die Fragen auf dem Zettel schon so stehen und dann auch so kommen müssen. Das geht einfach nicht. Ja. Du musst einfach zuhören können. Also ich glaube, beim Moderieren lernen ist so, dass das Erste, überhaupt mal zuzuhören. Das Wichtigste ist, sich selber zuzuhören erstmal. Mhm. Ja, was mache ich hier eigentlich? Wie klinge ich eigentlich? Das ist die erste Metaebene. Und die zweite Metaebene ist wirklich dem Gesprächspartner zuzuhören und das eigene Skript wegzuschmeißen und auf seine Fragen zu reagieren, auf seine Antworten zu reagieren mit der nächsten Frage und nicht die Frage, die da steht, die er gerade schon beantwortet hat. Das ist ja das, was meistens passiert. Als Vertreter der Metaebene kann ich da nur voll zustimmen. Also das ist das eine. Das andere ist, dass die Moderatoren immer nur so gut sind wie die Redaktion. Also du kannst nicht eine Sendung, die nicht zusammenpasst, zusammennageln auf dem Sender. Das schaffst du nicht. Das fällt dir auseinander. Ja. Das mit ein bisschen Erfahrung merkst du das vorher, dann kannst du sagen, wenn wir den Flow
Wenn wir das planen, was wir haben dann gehört hoffentlich, was wir haben an Beiträgen. Wir wissen dann, welche Gesprächspartner wir haben. Wie können wir dann die Sendung bauen, so dass sie vielleicht auch überraschend ist? Dass wir nicht so anfangen mit dem Ereignis, sondern mit was anderem anfangen, dass wir einen anderen Dreh finden. Das machen wir, wenn wir die Sendung bauen. Ja? Und wenn die Sendung gut gebaut ist, dann kommst du als Moderator auch da gut mit durch. Aber wenn du da Fehler gemacht hast, das rächt sich. Also ich mache es ja jetzt schon eine Weile. Wir haben jetzt die zweite Generation des digitalen Sendens. Und seitdem geht es ja auch, dass du während der Sendung noch was umstellen kannst. Also ich kann einfach, die Sendung wird gefahren, aber ich kann einfach trotzdem die Beiträge anfassen und woanders hinschieben. Sehen die dann da draußen schon. Ja, wenn ich die ganze Zeit reden muss, kann ich es Ihnen ja nicht sagen. Aber zumal wir keine Räuspertaste mehr in diesen blöden Studios haben. Oh. Ja, weil die sind ja fürs Fahren gebaut. Ein Studio ohne Räuspertaste? Ja, das sind fürs Selbstfahren gebaut. Hm. Und ein Selbstfahrer braucht keine Räuspertaste, der kann ja sein Mikro runterdrehen. Ja? Na super. Ja, ich kann es aber nicht, wenn ich gefahren werde. Und wir haben irgendwann beschlossen, die Sendung nicht selbst zu fahren, weil wir uns einfach wirklich auf die Sendung, auf die Inhalte konzentrieren müssen. Und das lenkt wirklich ab. Ja. Ja? Also mit der Musiksendung hätte ich kein Problem, aber sind wir halt nicht. Ja. So, du hast es schon erwähnt, H2 der Tag ist als Podcast auch sehr erfolgreich. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich denke mir das. Ganz unterschiedlich von Sendung zu Sendung, je nach Thema. Ja. Auch das überrascht mich herzlich wenig. Hast du eine Erklärung dafür? Ich glaube, dass das, das Podcast das Bedürfnis nach Inhalt, das Bedürfnis, etwas erzählt zu bekommen, in einem Zusammenhang, in einen neuen Zusammenhang gestellt zu bekommen, ungewöhnliche Zugänge zu einem Thema, im besten Sinne politisches Feuilleton, ja, mit Betonung auf Feuilleton, dass das einfach ein Manko ist. Das findet sonst nicht so oft statt. Ja? Das ist das Pfund. Ich denke auch, dass es wichtig ist, so eine Haltung zu zeigen. Und das ist auch etwas, was ich bei euch oft rauslese. Ich meine, ihr seid nicht im eigentlichen Sinne parteiisch, dass man das Gefühl hat, so, wir sehen das aber jetzt total anders. Sondern es ist schon irgendwo so eine Methode, ein blödes Wort, so eine neutrale Position zu haben, ohne gleich eine Haltung aufzugeben. Wir streiten uns ja politisch in der Redaktion sehr häufig. Also das ist schon auch harte Auseinandersetzung, weil wir natürlich nicht einer Meinung sind. Also wir sind jetzt nicht alle so wie ich. Kommen jetzt nicht alle aus einer linken Ecke. Das war übrigens sehr interessant bei meinem Kollegen Alf Menzer, der mal die Redaktionsleitung gemacht hat, bis er dann Wortchef von HR2 geworden ist. Der ist einfach in der Wolle gefärbt ein FDP-Mann. So ein wirtschaftsliberaler FDP-Mann. Ja, der ist zwar kein Parteimitglied, sollte man als Journalist auch nicht sein, aber wenn wir mit ihm reden, dann denkst du immer, es spricht der Steuerzahlerbund mit dir oder so. Ja? und wenn der moderiert, ist das weg. Dann klingt der, ja, wie ich, also von der Haltung her. Ja. Ja? Komisch, ne? Dass diese Redaktion... Gelingt dir das auch? Oder kommt dann doch der Gewerkschaftler durch? Nee, wenn ich eine Sendung über die Gewerkschaft mache, dann kommt was anderes durch. Mein ganzer Frust. Der Frust. Also das ist das eine, es gibt ein Feld, wo ich aufpassen muss, das weiß ich. Das sind Umweltthemen. Das ist mein eigentliches Steckenpferd. Weil die eigenen Themen sind immer die schwierigsten. Ja, das sind die schwierigsten Themen, deshalb bin ich da lieber nicht Moderator. Ich bin dann gerne aber Studiogast oder mache Beiträge, das mache ich gerne, ja. Okay. Ja, also wir hatten jetzt am Freitag eine Sendung über den Garten, weil ja jetzt der Krieg gegen das Unkraut gerade wieder beginnt. Und das haben die Kollegen zum Anlass genommen, das Wort Unkraut in der Sendung drauf. Ja, ja, eine Beikräuter natürlich, sagt man, aber es ist natürlich Quatsch. Das sind einfach Wildpflanzen. Ja. Gutes Beispiel. Unkräuter, und was ist dann die Wahl für das Ornament? Die Wahl für das Ornament war Čapek, der tschechische Dichter, der ein wunderbares Gartenbuch geschrieben hat,
wo eigentlich völlig, also der Kampf mit dem Gartenschlauch zum Beispiel, wo der Gartenschlauch gewinnt und solche, also so absurde Gartengeschichten waren das. Aber wo kriegt man denn das her? Also geht ihr dann in die Kulturredaktion und lasst euch da was beiliefern oder ist das etwas, was aus eurer Redaktion herauskommt? Also es kommt oft aus unserer Redaktion, in diesem Fall kam es aus unserer Redaktion. Da war das klar, es kannten ganz, ganz viele kannten unheimlich viele Gartenbücher und so weiter. Okay. Wir machen es auch oftmals dann ganz anders. Wir hätten dann, also ich hatte, war auch kurz der Vorschlag, als Ornamente Gedichte aus den 20er Jahren, die den Aufbau der Großstädte verherrlichen, zu nehmen. Mhm. Ja? Also konträr dagegen. Ja? Also Beton. Und wurde dann anders diskutiert und dann war es dann Čapek, weil der schön absurd ist und man einfach wunderbare Geschichten hat. Ja. Mhm. Hörst du Podcasts? Ja. Was findest du da, was du vielleicht woanders nicht findest? Also ich finde Geschichten. Also Katharinas zum Beispiel, das sind einfach Geschichten. Es gibt die zwar im Radio, ja, aber sie sind meistens sehr versteckt. Und ich lasse mir gerne Geschichten erzählen. Ich erzähle mir auch gerne Geschichten. Und denkst du, dass mehr solcher Geschichten wieder ins Radio zurückgeführt werden sollten? Ja, unbedingt. Unbedingt. Wir haben ja von der Schweizer Kollegin auch vorhin gehört, dass am Ende Edi dann doch wieder gesendet worden ist. Ja. Es gibt das auch. Ich habe vor vielen Jahren gab es mal ein riesiges Hörspielprojekt im HR. Das waren jeweils dreistündige Feature-Hörspiel, so auf der Ebene dazwischen, über die Flüsse der Welt. Also jeder Fluss 3 Stunden. Der Rhein, der Nil, der Ganges und so weiter. Ja? Der Lange Mississippi. Flüsse, langes Format. Wunderbar. Mhm. Ja. Die längsten Flüsse, das längste Format. Ja. Jetzt an Pfingsten mache ich daraus, für Pfingsten mache ich aus meinem Nil, mache ich 3x1 Stunde, der an den 3 Pfingsttagen jeweils gesendet wird. Also es gibt diese Geschichten, es gibt lange, lange Stücke noch, aber sie kommen halt mal, entweder bei Accident fallen sie irgendwie ins Programm, aus Versehen, weil Feiertag ist oder so. Es gibt es nicht installiert und das würde ich gerne haben, dass das wieder installiert wird. Vielleicht kommt das aus dem Podcast zurück, das wäre sehr schön. Ja. Ja, Florian, ich könnte noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich bedanke mich an dieser Stelle für das schöne Gespräch. Florian Schwinn, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für ein paar Fragen, aber wenn nicht sofort alle ins zum Mittagessen aufbrechen wollen. Wenn es Fragen gibt, da ist bestimmt sowieso eine Schlange, also fragt ruhig noch mal kurz was. Würde sich was groß verändern, wenn der Tag jetzt nur noch als Podcast erscheinen würde? Beziehungsweise was ist jetzt in deiner Arbeit die Qualität, dass es immer noch im Radio ausgestrahlt wird? Also das könnten wir nicht bezahlen. Ja, das ist einfach eine große Truppe, das ist eine teure Sendung. Wir haben zwar wenig Geld für Beiträge, wir machen da Selbstausbeutung, wir schreiben die meistens selber, also viele schreiben wir selber. Und wenn du Redakteur bist und während deiner Zeit als Redakteur noch einen Beitrag schreibst, dann hast du ordentlich Stress, aber der wird nicht bezahlt. Gibt es einen kleinen Obolus obendrauf, weil du noch einen Beitrag gemacht hast, aber das sind 30 Euro, also davon kannst du nichts kaufen. Wir könnten das unmöglich stemmen, nicht in diesem Format, nicht täglich. Wir brauchen einfach ziemlich viele Leute. Lässt sich das beziffern, was so der Etat sein müsste für so etwas, wenn man das vollständig, einmal abgesehen davon, dass dieses ganze Korrespondentennetzwerk natürlich vielleicht wegfallen würde, also würde natürlich sofort wegfallen, aber könnte man sich ja auch aufbauen. Ja, es gibt ja durchaus Menschen in verschiedenen Ländern, mit denen man reden kann. Also die sind ja auch nicht auf den Mund gefallen. Also man braucht nicht unbedingt Korrespondenten. Wir reden auch manchmal mit anderen Leuten.
Klar gibt es einen Etat, aber den habe ich jetzt nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Also das sind, das kannst du dir ausrechnen, das sind 5 Tage in der Woche. Das sind 5 mal 300 Euro so um den Dreh. 3 mal 5 sind 1500, das mal 5, das mal 52 Wochen. Und dann noch die Beiträge und die Moderation ist noch ein bisschen teurer. Also kostet ungefähr so 1800 Euro am Tag das Ganze. Ja, sowas um den Dreh. Zwischen 1800 und 2000. Okay. Ja. Weitere Fragen? Haben wir alle tot geredet? Nö, nö. Ich muss den Leuten auch Zeit geben, nachzudenken. Ja, genau. Mich würde schon interessieren, habt ihr euch mal Gedanken dazu gemacht, wenn jetzt der Podcast so erfolgreich ist und vielleicht auch schon die Podcast-Hörenden, keine Ahnung, ein substanzielles Niveau erreichen, ich weiß es nicht, dass ihr den Tag irgendwie podcastiger macht oder so in irgendeiner Art und Weise? Oder war das gar nie irgendwie Thema? Hat man immer gesagt, es ist eine Radiosendung, die wir online stellen, Punkt. Ja, also wir können nicht vorher, weil wir die Sendung ja nicht aufzeichnen. Ja, wir können nur nachher. Und wir haben auch keinerlei Kapazitäten, da noch irgendwas dran zu bauen. Ja, wir können nur vorne und hinten abschneiden. Da gibt's einfach kein Geld für. Wir wollten mal 30 Euro haben, für das, damit der Producer so ein Teaser machen kann. Die haben wir nicht gekriegt. Ja. Wo ist das? Ich setze eine Spendenseite für euch auf. Ja, meine Frage ist, ich war mal zu Gast und ich wollte das mal spiegeln, weil ich fand das wahnsinnig erfrischend, dass ich die Fragen nicht vorher gekriegt habe, sondern einfach mal reingeschlittert bin in die Sache. Fand es aber dann trotzdem komisch, dass ihr so viele Gäste habt und die dann alle in so 6 Minuten irgendwie abfrühstückt. Und da hätte ich mir gedacht, vielleicht muss auch nicht ich jetzt gewesen sein, aber vielleicht hätte ich mit dem anderen irgendwie bis in 10 Minuten oder 12 Minuten oder so gehört, statt, genau. Macht ihr das auch, oder? Also das handhaben wir unterschiedlich. Also ich habe, meine Producer sagen meistens mehr als 5 Beiträge und 4 Gespräche passen da nicht rein. 5 Beiträge, 4 Gespräche und 3 Ornamente mehr passen da nicht rein. Ich beweise das Gegenteil. Ja, ich mache auch 4 Beiträge und 5 Gespräche und 5 Beiträge und 5 Gespräche. Ich mache auch mal nur 3 Gespräche. Wir haben auch manchmal, es lohnt sich manchmal, das Format auch zu brechen. 5 Beiträge, nur 1 Gesprächspartner. Ja, es gab zum Beispiel mal gibt es natürlich noch, in Berlin ein Politikwissenschaftler, der von Hause aus Tunesier ist, und der hat für die tunesische Regierung eine neue Verfassung geschrieben. Also, oder sagen wir, mit seinen Studenten zusammen hatte der den Auftrag auf Tunis nach der Arabellion: Bau uns mal die Grundfesten einer neuen Verfassung, die auf Tunesien passt. Und den haben wir dann als einzigen Studiengast mit seinen Vorschlägen und wo die hergekommen sind und mit seinen Studenten und so weiter in der Sendung gehabt. Und natürlich mit Berichten aus Tunesien und so weiter oder aus den damaligen Arabellion-Ländern. Aber bei den anderen hat es ja alle nicht geklappt, bei Tunesien schon. Und das war zum Beispiel ein Bruch mit, das machen wir sonst nicht. Ja. Und das war auch komplett aktuell und trotzdem hat es sonst niemand gemacht. Noch jemand eine Frage? Ansonsten hätte ich noch eine. Und zwar wollte ich fragen, was ist denn die Halbwertszeit von einem Tag? Und wenn man das hochrechnet, also der Tag aufs Jahr mit seinen Tagen und dann vielleicht aufs Jahrzehnt, und spielen solche Fragen eine Rolle für die Planung? Also was dabei entsteht, wenn man so viele Tage hat? Also wir machen im Sommer und an manchen Feiertagen. Also im Sommer machen wir so eine Billigausgabe, weil wir Geld sparen müssen, damit wir das in den restlichen Zeit raushauen können. Und an manchen Feier- oder Zwischentagen, zwischen so Brückentage oder so, wiederholen wir auch mal eine Sendung. Es gibt Sendungen zu Themen, die zeitloser sind.
Ja, weil wir ja manchmal wirklich so ganz feuilletonistische Themen machen. Oder auch Sendungen zu Themen, die wie Wohnungsnot in den Städten oder Gentrifizierung oder sowas, die passen dann auch nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr noch. Und dann wiederholen wir auch mal eine Sendung. Ja? Das heißt, es ist gar nicht ausgemacht. Wir haben, als wir 20 Jahre wurden, haben wir aus den 20 vergangenen Jahren Sendungen wiederholt. 20 Tage lang im Sommer. Und das war sehr nett. Also es war sehr nett. Es waren zum Teil Leute dabei, die nicht mehr unter den Lebenden sind, aber und Moderatoren, die schon lange nicht mehr moderieren. Die Sendungen waren anhörbar. Also man hat natürlich ein bisschen suchen müssen, aber es war aus jedem Jahr was dabei. Wenn keine weiteren Fragen sind, ja, letztes Wort. Dann vielen Dank nochmal fürs Gerne. Kommen und fürs Zuhören, und jetzt habt ihr eure Pause euch auch verdient. Applaus